Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodborne. Weiter geht's. Ich hab ein bisschen gefarmt. So dass ich ein bisschen mehr Quecksilberkugeln und ein paar mehr Fiolen habe. Damit ich da ein bisschen mehr wieder gegen den anstinken kann. So, hier runter. Au. Schade, haben nichts hinterlassen. Du kommst mir nicht hinterher. Leben, Gaun. Den einfach überspringen. Ha! Und besiegt! Mit einem erster Versuch. Okay. Ein paar Gegengifte liegen hier. Okay. Okay.
Jetzt schon beim ersten Versuch geschafft. Wow. Ich habe genau 8. Frage, welche ist besser? Sägespäher oder... Ein Blutangriff ist besser. Ah. So, Blutedelsteinverstärkung. Der braucht ja ein paar. Oh. Und schon ist der besser. Also das, dieses Werkzeug baue ich noch. Okay. Habe ich Ihnen noch eine Einsichtssache? Glaube ja. Denn dann kann ich jetzt gucken, ob ich eine bessere Sache habe. Ja, so nehme ich das mal. Willkommen, was? Nun gut, lasst mich. Na, was erhöhe ich denn? Ein bisschen Vitalität, ich brauche Leben. Ich habe das hier. Mache ich mal so eins? Ich würde sagen mal ja.
Ja, die haben. Ich hab ja nicht umsonst da. Ich mach mal einen. So, hier muss ich erst die Tür öffnen. Oder Moment, nee, das ist nicht die eine Tür. Die andere. Das ist eine normale Tür. Die Tür muss ich öffnen, indem ich einen Schalter finde. Was rennt da so eine Ratte rum? Genau, wirf! Oh ja. Oh hi. Was ist denn da unten für ein Gegner? Da ist eine Beschwörerin. Ich sehe dich. Aua. Whoa, whoa, whoa. Danke für die Blutfiole. Kann ich mich an ihn anschleichen? Und ich bin dann wieder vergiftet. Besiegt. Ritualblut 2, okay. Die Waffe ist aber ein bisschen langsamer als die andere. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die eine weiter nutzen, ob ich die weiter nutzen will. Da fällt mir ein. Warum mache ich das nicht so? Oh, Molotow. Ah, der Blutsandscherbe, danke. Wo führt das hier eigentlich hin? In eine Rattengrube.
So, waren das alle? Na, was haben wir denn hier zum Finden? Danke für die Würfiolen, die kann ich gebrauchen. Sonst ist hier nichts. Oh, hi. Da um die Ecke sind noch Sachen. Die hätte man fast übersehen. Auf zum Boss. Welcher Boss ist das? Ah, der untote Riese. Aua! Au. Ich weiß nicht, ob ich den Gewehrspiel mag. Hier, ihr könnt nicht klettern. Aua. No. Woo. Heilen. Daneben.
Na, was machst du? Verdammt! Hat er genau dann gesprungen, als ich Halt gedrückt habe. Genau dann musst du springen. Diesen Sprungangriff machen. Das ist übrigens ein Gegner, den es praktisch nur in diesem Kelch hier gibt. Ich will erstmal meine Blut-Echos haben. Was war das denn? Dann macht das so viel Schaden. Verdammt! Bei jedem Boss muss man sich erstmal wie reinfuchsen, wie man den am besten bekämpft. Ich glaube, das ist der einzige Kelch, den ich glaube ich machen werde. Die anderen werden viel zu schwer. Vor allen Dingen ganz bestimmte. Verfluchte. Wo man nur halbes Leben hat. Das war gemein! Au. Na. Los, mach den Sprungangriff.
Au! Aha! Der muss immer den Sprungangriff machen, wenn ich ihn nicht gebrauchen kann. Na komm. Was war das denn für ein Angriff? Wieso war der auf einmal so stark? Ich habe übrigens entschieden, die Gewehrsperre wieder auszutauschen. Ich glaube, den mag ich nicht so. Erstmal die Blutechos holen. Au! Was war das für ein Angriff? Wieso gehst du nervig an ihm vorbei?
So, Schaden machen. Au! Oh Mann, ich habe jetzt keine Heilung mehr. Nein, nein, nein. Heilen. Heilen. Und besiegt. Wow. Die zweite Ebene. Aber ich gehe erstmal in den Traum zurück und level up. Ein Level brauche ich. Ich mache mal ein bisschen Geschick. Legt wohl, möge. What? Wie wenig Büffelohren habe ich denn? So Sachen, die ich nicht brauche, kann ich verkaufen. So wie das hier. Moment, bei den Gewehrspeer sollte ich... Bei den Gewehrspeer mag ich nicht. Da werde ich erstmal was rausholen. Und zwar die... Oh. Wo habe ich den jetzt her? Ah, habe ich den eben gerade... Dafür sind die aber auch wieder gut. Die Kerlche.
So, den Gewehrsperr brauche ich nicht. Nicht verkaufen, kaufen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.